schafft unser Nachrichtensprecher Manuel Wolf, der Hajo Friedrichs für den Videoclub den Durchbruch. Entscheiden Sie selbst. Hier die Uninachrichten im Mai. Guten Abend, meine Damen und Herren. Computerdiebstahl am Informatikum. Über die Osterfeiertage wurden aus dem Informatikum Computer im Wert von mehr als 600.000 Mark gestohlen. Bisher konnte das Rechennetz notdürftig geflickt werden, doch die Leistung ist sehr viel niedriger, da wieder auf ältere Rechner zurückgegriffen werden musste. Durch den Diebstahl entsteht der Universität ein zusätzliches Finanzproblem, denn die Geräte waren nicht versichert. Unipräsident Lütje will jetzt einen Stufenplan erstellen, welche Geräte innerhalb eines Jahres und welche erst längerfristig ersetzt werden können. Diese Ausgaben müssen in anderen Bereichen wieder eingespart werden. Auszeichnung. Drei Dissertationen und zwei Diplomarbeiten der Universität Hamburg wurden am 18. April mit dem Innovationspreis der Union Deutsche Lebensmittelwerke ausgezeichnet. Dr. Barbara van Wickern erhielt den Preis für ihren Nachweis der Lebensmittelbestrahlung. Ihr gelang die Feststellung, dass sich der Eiweißbaustein Tryptophan in bestrahlten Lebensmitteln verändert. Dr. Thomas Siemert, der ebenfalls Tryptophan untersuchte, entwickelte ein Analyseverfahren, mit dessen Hilfe Verunreinigungen dieses Proteinbausteins nachgewiesen werden können. Weitere Arbeiten beschäftigten sich mit dem Einfluss der Fütterung auf Vitamin- und Fettsäuregehalt in der Rindermast und mit Allergien beim Menschen durch exotische Früchte oder durch Hühnereier. Amerika-Zentrum. Ende April fand eine Vollversammlung des Amerika-Zentrums statt. Dringendstes Problem ist die Raumfrage, denn der Hamburger Senat hat die Immobilie inzwischen an das benachbarte Elysee Hotel verkauft und das Amerika-Zentrum muss die Räume bis zum Oktober dieses Jahres räumen. Des Weiteren braucht das Amerika-Zentrum einen Computer und eine mechanische Schreibmaschine. Falls Sie etwas solchartiges besitzen, rufen Sie dort an und sagen Sie einen schönen Gruß von UNITV. Das waren die Nachrichten. Auf Wiedersehen. Ja, Manuel, danke, das war wirklich gut.